Servus und herzlich willkommen hier aus dem Martinstal im wunderschönen Rheingau, hier aus den Weinbergen. Heute geht es um das Thema, wie kannst du für deine Facebook-Seite mehr Likes bekommen, mehr Resonanz. Und da habe ich mir im Speziellen diesmal 7 No-Gos herausgesucht, was du auf gar keinen Fall tun solltest auf deiner Facebook-Seite, denn sonst vergraulst du ja die Zielgruppe, die du eigentlich ansprechen möchtest. Punkt Nummer 1, mach keine ständige Eigenwerbung ohne wirklichen Mehrwert. Liefere wirklich deiner Zielgruppe Mehrwert. Recherchiere, was das Problem deiner Zielgruppe ist und biete entsprechende Lösungen an über einen entsprechenden Mehrwert. Zweitens, poste täglich. Also wenn du wirklich permanenten in Kontakt, in Touch mit deiner Zielgruppe sein willst, dann solltest du wirklich täglich posten. Lass deine Fans dementsprechend nicht auf dem Trockenen sitzen. Tipp Nummer 3, poste nicht zu ungünstigen Uhrzeiten. Zum Beispiel 3 Uhr nachts werden nicht allzu viele Leute, wenn deine Zielgruppe sich in Deutschland befindet oder hier in Mitteleuropa, dann werden das nicht allzu viele Leute mitbekommen und entsprechend weniger Reichweite wird deine Message bekommen. Und auch Feiertage sind jetzt auch nicht immer das Optimale. Dann viertens, teile nicht nur auf deiner eigenen Facebook-Seite, sondern auch auf themenrelevanten Seiten. Das heißt, werde dort selbst Fan dieser Seite, wenn das ein bekannter Meinungsbildner ist aus deiner Branche, dann like seine Seite und poste auch dort entsprechenden hochwertigen Content. Fünftens, sei natürlich kein Spammer und nerv deine Fans nicht mit zu vielen Posts in kurzer Zeit. Wie gesagt, mach das um die richtigen Uhrzeiten, im guten Abstand und nicht alle paar Stunden oder alle paar Minuten sogar irgendwas posten, denn dann wird das auch den kontraproduktiven Effekt erzielen. Sechstens, schreibe nicht zu kompliziert. Nutze einfach die Sprache deiner Zielgruppe. Wenn du mit Fremdwörtern oder sonstigen schwierigen Ausdrücken kommst und das Ganze extrem kompliziert aufbaust, dann wird dir nicht zugehört. Mache das Ganze einfach, simpel und verständlich. Dann siebtens, poste keinen themenfremden Content ohne Bezug zu deiner Zielgruppe. Also das Kernthema, was dein Spezialgebiet ist, dein Nischenthema, das sollte schon immer einen Bezug dazu haben. Da kann auch mal was Privates dabei sein, vielleicht aus deinem Leben, wenn du gerade mal irgendwie hier, wie ich jetzt gerade in den Weinbergen, was genießt, das ist absolut cool. Aber mache auf jeden Fall keine Experimente mit ganz themenfremden Sachen, wo du vielleicht auch nicht so die Ahnung hast. Ja, das waren 7 No-Gos aus meiner Sicht. Beherzige diese, wenn du mehr Resonanz auf deiner Facebook-Seite haben willst und mehr Facebook-Fanseiten-Likes generieren möchtest. Wenn dir meine 7 No-Gos gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben von dir freuen. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Ich mache nochmal eine kleine Runddrehung hier zum Abschluss. Alles Gute aus dem Rheingau. Ich werde jetzt nochmal ein Gläschen Wein trinken. Und ich wünsche dir alles Gute. Viel Erfolg bei deiner Facebook-Seite. Dein Christian Weckler. Ciao, ciao.